Zweikampfsofa. Wir spielen zusammen. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Diablo. Um es mal nicht Diablo auszusprechen. Und zwar den mit dem Add-on, nämlich den Reaper of Souls. Na ja, Freunde der Nacht, so. Ihr Nasenbär. Und gleich kriegen wir die Zaubererfrau da dazu. Die Zaubererfrau. Die ist nämlich hier versteckt irgendwo. Was machst du da eigentlich? Ich mach die kleinen fiesen Möpse. Ja, ich renn einfach vorbei. Kleine Möpse? Ich stehe auf große Möpse. So, guten Tag daher. Ich brauch einen Schlangen dafür. Hut ab. Oh, er britzelt mich. Oha, das hat sogar weh. Du weg. Und weg. Ist immer noch an, ne? Scheiß Nase. So, der Groß ist da. Blitz. Ja, komm, einfach ein paar Eimer drüber. Autsch. Ah, guck mal, jetzt füllt sich mein Eimer. Ich kann die Wolke andauern machen. Der Eimer füllt sich, wenn ich da drin stehe. Guck mal. Oh ja, das ist fett. Cool. Aber es hat eine Aufladzeit. Das heißt, wenn das weg ist, kann ich es eine ganze Weile nicht machen. Ja, so eine Cooldown-Phase. Ja. Klar. Danke. Natürlich. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig. Was ist er denn für einer da? Ach, da. Das ist die Zauberin, ja. Ja, ja. Die dem Laden fehlt. Hat sie was gesagt? Richtig. Dafür ist sie auch schnell. Renn! Renn! Ich bin immer auch der Schnellste von uns hier. Ja. Ich weiß. Was ist das denn hier? Was war das? Das war der Reaper, ne? Ja. Der Reaper. Der Reaper hat wieder mal, das ist ja storymäßig bei Diablo immer so, dass einer zwischendurch der mal erscheint. Sonst war es Azrael oder so. Und immer, ich werde euch töten. Und du hast immer nur gesagt, fick dich ins Knie. Fuck you. Und dann ging es weiter. Mehr war da eigentlich nicht. Fuck you. Genau. Oh. Der ist geil. Wo musst du denn da? Warum machst du den nicht weg? Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich bin woanders. Ja, den Eindruck habe ich gerade auch. Da bin ich. Bei mir rennt die Tante auch noch hinterher hier. Na, nervt das? Du bist dafür gut, dass nämlich ein Kropfzeug dir hinterherläuft, oder? Ja, jetzt habe ich sogar noch so einen Bogenschützengeistermäßig da irgendwie am Hintern kleben. Am Hintern kleben? Oh, hier läuft was. Wer ist er denn hier? Lady irgendwas. Hier geht's zurück. Ein Ereignis. Mein Gott, warum machst du dir mal an, wenn ich nicht da bin? Wo bist du und warum und wie viele? Töte den Ball irgendwo Krypta. Da ist er. Oh, ich bin gefriest. Laser. Spitzel. Das war's. Klong. Punkte. Danke. So schnell geht das. War was? Ich bin jetzt auch 66. 66, ja, also bist du eigentlich. Wieso hängst du eigentlich hinterher? Verstehe ich gar nicht. Ich habe nicht weiter gespielt. Also, na, na. Du hast doch mit einer Dämonenjägerin rumgemacht, das weiß ich doch. Ja. Ja. Ein anderer Charakter. Ja. Also ja. Hast du weitergespielt. Ja. Da wollen wir nicht zurück. Wieso? Finde den Blabla-Tiegel müssen wir doch machen. Okay, ich dachte, ich wollte. Nein. Okay. Fall tot um. Du fall auch tot um. Rumpel. Oh, Geld. Oh, Truhe. Mit irgendwas. Ein blaues Dingsbums war da drin. Ich hab was Gelbleuchtendes. Ich weiß, ich bin da. Wollen wir rein oder wollen wir noch warten? Worauf warten? Wir können auch mal alles clearen hier. Ja, können wir machen. Ich bin sowieso gerade dabei. Haha. Ey, brauche ich lange meinen normalen Schlag? Brauche ich 5 Schläge oder sowas? Ja, wir sind nicht mehr so mächtig overpowered. Nein, weil Mido, der hat immer ein Problem gehabt mit seinem Scheiß hier. Was bist du denn für einer? Geht drauf. Halt das nämlich mit. Alter, ist das geil. Ich kann meine Wolke ohne Ende machen, ja, ey. Wenn du drin stehst. Wenn du in deinem Teil drin stehst. Wenn ich in meinem Teil drin stehe. Ja, was sonst? Klock. Oh, hast du liegen lassen. Guck mal. Nur in deinem Spiel. Nur in meinem Spiel.
Das ist halt das Schöne an dem Spiel. Loot wird halt geteilt. Das ist halt, jeder hat sein eigenes Loot. Das kann nicht weggenommen werden. Die ganzen fiesen. Wobei, war das war doch früher anders bei Diablo, ne? Im allerersten war das doch wirklich so, alle rannten dann dahin und der da vorne stand. Es hat Pling gemacht und dann das heißt, oh, legendärer. Und alle rannten los. Alle so war das doch, ne? Oder hieß es Freund, ach scheiß drauf, alle Feinde. Das war so übel. Bernd. Es gab nur einen, der genauso gespielt hat. Und das Geile ist, er rennt weg. Du bist irgendwie mit den Leuten am Hacken und kommt immer wieder, ah, ich hatte was gefunden. Und dann kriegt er mir so eine Kohorte von Gegnern im Arsch, kommt er angelaufen, rennt an uns vorbei und alle bleiben dann stehen. Ganz hintereinander will bei dir stehen. Das nennt sich Taktik, oder? Das ist so fies. Ey, Mann. Das hat damals bei Diablo 1 gemacht. Oder 2, keine Ahnung, ey. Ich habe 2, glaube ich, habe ich nicht mehr gespielt. Nee, das habe ich liegen hier. So, wie sieht die Karte aus? Du hast die eine Seite schon geklärt, ich habe die andere Seite geklärt. Dann sind wir durch. Dann können wir da oben gehen. Also, du läufst, ich gehe. Lordelo. Oh, ist blau. Nimm ich mit. Ich bin da. Tiralala. Blondes Haar. So war sie zu mir. Was machst du da? Also Angriff und... Ey, was rennst du? Bleib stehen. Alter, bist du so schnell? Ich renne halt. Permanent. Oder gibt's hier noch irgendwie... Muss ich Stick drücken oder so? Ja, schön, dass du alleine da durch warst. Ja, schön. Die wackelt auch mit dem Arsch. Was bist du denn für einer als Melcher jetzt erst, dass mich einer angreift hier? Das haben wir auch schon mal gehabt hier, die Jungs, oder? Ja, aber so richtig können die nichts ab. Ich brauch Zorn. Da noch so ein Ding. Der ist gleich tot. So, er ist free. Er darf, wo ist das letzte Ding? Oh, du hast nicht alle aufgemacht. Mann. Ich bin noch nicht durch. Ich dachte, du machst die eine Seite erst weg und dann die andere Seite Nein, weg. Nein, erst vorne, dann hinten. Das macht doch gar keinen Sinn. Hör doch mal zu, Mensch. Also echt, ey. Oh, er hat mich weggebumst. Hey, mein Laser ist nicht so schnell. Bleib stehen. Hallo? Schon wieder. Ups. Marvin. Ein Diamant hat er fallen lassen. Zwei Sachen. Ein Diamanten, der weiß war oder so, irgendwie unnutz hier. Mein Totem, ja, der da hüpft, ist sehr lieb. Ich hätte voll schon drauf rumgehauen, aber ich habe gemerkt, das bringt nichts. Aber wir müssen zurück. Sprech mit Myrim. Was? Was? Oh, merkwürdig. Kehre zur Enklave der Überlebenden zurück. Das können wir von hier aus machen. Boink. Du bist echt einen ganzen Block vor mir mit deiner XP. Aber warum? Weil du es kannst. Ein Block? Also so ein Block meinst du, okay. So, das ist ja so 6, 8 Blöcke, keine Ahnung, bis zum nächsten. Ja, sonst mal hinterhergerannt mit den Blöcken. Ja, 5 Blöcke sind es, na gut. Ein Block mehr, ja. Achso, gucken. So, Schrott. Da brauche ich gar nicht reingucken. Boink. Schrott. Oh, halt mal, da gucke ich vorher nochmal rein. Schrott. Nee, so richtig gut sind die tatsächlich. Oha. Aber wieder eine Stangenwaffe. Ich will eine Einhandwaffe haben. Ja. Klang auch so. Es gab bei den Run gar nichts. Nichts Vernünftiges zumindest, ne? Was habe ich das ausgewählt, ich Trottel? Ach nee, ich verkaufe mal wieder, weil. Ein bisschen Geld schadet nie, oder? Verkaufen? Ja, so ein bisschen Geld kann man ab und an auch mal wieder gebrauchen. Bonk. 1300 zur Reparatur. Ich glaube, die sind alle hier irgendwie. Ja, da geht's weiter. Da oben, auch beim Splitter. Ja, ja, Malta El ist der Böse. Wir halten ihn auf, jetzt. Jetzt erst. Das, hier. Endlösung. Einfach alles kaputt machen. Endlösung ist ein ganz böses Wort. Ja. Das machen die auch. Die sind alle ganz böse, die Jungs, oder? Mm. Der Endkampf. Warte, bevor du gehst. Ich,
Warum labert die Tante wieder? Was wolltest du machen? Klar, ich wollte den Seelenstein wieder ansprechen. Der Tod wird alle holen. Ja, wäre auch komisch, wenn nicht. Schreien. Der Seelensteinsplitter da, der ist lustig. So. Ich würde ja schon gerne wissen, was meine Waffe macht. Quiek. Nix. Das verarsche. Das verarsche. Ja, ich hab's ja nicht ausgewählt, aber ich. Weil wer das macht, der ist einfach quiek. Wir ausprobieren. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Hier dieses Feuerchen oder was? Wir müssen jetzt den Turm von Gorellan finden. Machen wir da eine Pause oder wann machen wir die Pause? Wenn wir den Turm haben, ja. Der Turm. Der ist gut. Oh ja, der ist auch gut. Aber ist noch besser, ich kann permanent draufhalten und weg ist er. Es geht total geil. Mit Blitz, ja. Also das war schon cool, dieser Totem, wenn er denn echt da ist, da mache ich coole Sachen mit. Gefällt. Seid ihr denn für Hunde ein bisschen groß geraten, oder? Ja, die wollen für einen Bernardiner ein bisschen groß geworden. Die, ich weiß nicht, was sie wegfuttern pro Tag, das ist auch ziemlich übel, glaube ich, oder? Ja, Futterkosten darfst du da echt nicht rechnen. Sackgasse. Das war's nicht. Sackgasse. Du Sackgasse. Du Sackgasse. Hier rechts, würde ich mal sagen, ja. Zack. Ich bin langsam. Hier geht's schon. Die stehen alle auf einem Haufen da, ist auch schön. Oh, ist ja schön, weil der. Boah, grandiose Riesengold, ne? Bumm. Der tut mir weh. Lass das sein. Ey, hallo. Der tut dir weh? Ja. Das darf er nicht. Wehgetan. Und er hat eine Explosion noch da gelassen. Also das wäre auch sehr scheiße. Also wehtun darf, dann soll er zu mir kommen. Wenn er dir wehtun will, der Einzige, der dir wehtun darf, bin ich. So. Immer noch nicht genug. Wir sind irgendwie getrennt, kann das sein? Ich fällt mir gerade wieder auf. Wenn du wieder woanders lang gegangen bist, ja. Aber ich bin so schnell, in der Zeit habe ich das Feld schon dreimal aufgeräumt. Ja, hier. Das kann sein, ja. Irgendwelche Türen entdeckt? Nee. Hm. Oh, da oben bist du, glaube ich, oder? Und weg. Geht doch. Okay, Sackgasse. Das ist es nicht. Ich habe wieder einen Weg gefunden, der es nicht ist. Der ist nicht ist. Na toll. So, ich habe 27 Leute getötet. Ich habe eine Tür gefunden. Und weg ist er, geil. Diese Bombe ist... Ja, ich habe... Hm? Was? Ich habe so einen goldenen... Muckel da? Eine flammende Maid da, aber die ist tot. Weil sie stand in dem Wirkkreis meines Schamanen. Ich durch die Tür gehen, ich will auch mitkommen zur Tür. Ja, hier so. Ich komme. Hier. Ich komme. Hier. Ich komme. Hier. Ich komme. Ich hab einen Rüstungsständer. Hast du auch einen Rüstungsständer? Ey, Baby, ich zeig dir meinen Rüstungsständer. Du weißt Bescheid. Aha. Wo bist du? Das war total scharf, wenn du sowas sagst. Wenn ich dich Baby nenne oder wenn ich von meinem Rüstungsständer spreche? Ey, ich gehe auf in deine Richtung. Alter, was ist das denn? Ich gehe in deine Richtung und ohne Ende Gegner. Hast du nicht das Zeug weg hier? Jetzt bin ich auch bei so einer Tür, aber ist das die gleiche Tür? Ja, nee, das ist eine andere. Ja, nee. Nämlich noch einmal ja, nee. Ich stehe mal in Säure, das geht gar nicht. Hier ist die Kiste. Oha, ich habe ein Problem. Bumm. Bumm. Meine Runenexplosion hat alle gekillt. Wie geil ist das denn? Ich brauche Hilfe. Wo bist du? Du bist wieder am Arsch der Welt. Bin der... Nein, explodiert, Hilfe, nein! Du bist am Arsch der Welt. Oder du bist der Arsch der Welt. Wo bist du? Ich wollte hier hinterher und bin irgendwie... Aber du bist ganz woanders. Das ich zeigt nicht mir geschafft. Noch der blaue Pfeil. Genau. So, jetzt bin ich durch. Oha. Da bin ich. Hallo. So, hier oben ist die Tür. Ja, dann gehen wir doch rein. Und tschüss. Boah, er war hier gerade ohne Ende und hast nicht also gesehen. Also ich habe jetzt gar keine Probleme mehr, sobald ich den... Dann Sinn schon auspacken. Oh, oh. Oh.
Es ist grün. Bei mir war es grün. Grün? Nee, dann ja. Hast du ein Set gefunden. Ja, ein Teil. Oh, falls du ein Teil von meinem Set hast, gib mir das bitte. Niemals. Arschloch. Ich werde es vernichten vor deinen Augen. Klar. Nein, natürlich nicht. Es sei denn, es ist einfach für Stärke drin, das will ich mir dann mal überlegen oder so. Hm. War das alles? Anscheinend. Da war eine goldene Kiste. Mit einer grünen da drin. Was hier, der ist rausgezupft? Nein. Nö. Hier lang. Hier. Was ist hier? Er hat mich gegriffen, es hat mich gespuckt, es hat mich gebissen. Arschlochvieh. Nein, jetzt platt. Kugel heißt das Ding. Ganz simpel. Und weg. Oh, und hast du das mitgekriegt? Das hat nochmal Bums gemacht. Und es hat Bums also, gemacht. Nee. Zyklopenhalle? Was? Zyklopenhalle? Eine Zyklopenhalle? Ah, die Halle ist das. Sehr geil. Meine Freunde. Zum Thema Revolution. Hi, Baby. Ja, ja, ich will sie alle niedermachen und jetzt müssen wir euch niedermachen. Ja, ja, ja. Stirb einfach, danke. Made. Oh, er hat mich gebumst. Der hat dich gebumst und bist jetzt schwanger, ja, oder ja, was? Ja, 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 ja. Oh, noch ein Zauberer. Fuck. So, jetzt aber. Bumm. Oh, schon wieder ein Zauberer. Was soll denn das? Bumm. Nicht den. Den anderen. Hab ihn. Britzel, Britzel. Was ist das denn hier? Was zum Lesen? Juhu. So. Hammer. Haben wir mal eben erledigt. So die Revolution hier geplättet. Wir haben die Menschheit gerettet vor diesem Tyrannen. Naja, die Westmark, glaube ich eher. Aber die Menschheit der Westmark halt. Die Menschheit der Westmark, okay. Akzeptiert. Wo jetzt? Renn nicht zu meiner Tür, nach wie vor. Ah, ich versuche dir zu folgen. Nein, das ist falsche, nicht Tür. Leicht. Falsche Tür. Da. Gehst du schon durch? Knochenlager, Ebene 1. Oh, ein tiefer, da unten leuchtet es. Ein tiefer, tiefer. Oh, scheiße. Zurück. Mach ich doch. Oh, aber den längsten Weg, den man gehen kann. Dafür habe ich noch ein paar Sachen eingesammelt hier. Die hast du mir einfach vorbehalten. Was ist das denn hier? Ich muss wieder zurück ins Lager. Warum? Weil ich wieder voll bin. Was ist das denn? Ach. Es explodiert. Ja, ich möchte jetzt zurück. Ich gehe auch. Ich kann auch nichts mehr aufnehmen, das stimmt. Ja. Dann komme ich auch mal. Du bist ja schon wieder mitten im Dungeon reingelaufen. Ja, ich komme dann mal zu dir. Oh, so wird das nicht mit uns. Meine Hunde haben es wieder kaputt gemacht gerade. Warum? Sie wollte mich angreifen und dann war meine Hunde ja, da. Bauzi, Plauzi, Buff. So, nochmal in die Kiste geguckt. Ich habe zwei legendäre Objekte hier mit eingesammelt. Das ist lila, oder was ist das da? Was? Lila? Wo ist hier was lila? Das Axtteil, die Schnittfunken-Geschichte oben ist irgendwie lila. Bist du von mir oder von dir? Ja, nein, von deinem, wo du stehst. Schnittfunken. Das oben drüber ist lila. Ah, das ist lila. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich habe schon wieder eine Armbrust gefunden. Mit der du nicht schießen kannst. Braucht ja kein Mensch. So, Abklingzeiten von Fertigkeiten ist schon gut. Aber ansonsten habe ich Geschicklichkeit. Lasst mich raten. Brauche ich die? Nein. Was ist dann das Grüne, was du gefunden hast? Kann ich das gebrauchen? Ist ein Ring gewesen. Ja, ist das was für... Ich muss erst mal gucken, was ich... Ich komme gleich dazu. Du kommst gleich dazu. Ich komme gleich dazu. So. Ja. Das gleiche hier? Ja. Klonk. Man muss sich ja manchmal hier so ein bisschen durchfummeln. Oh, Alter! Oha, jetzt geht's ab. Ja, aber es ist schlechter. Es hat keine Stärke. Hat einen tierischen Bonus auf Rüssi, aber keine Stärke. Wenn ich das anziehe hier, verliere ich 10.000 Schaden. Und auch Rüstung. Verstehe ich nicht, aber das macht keinen Sinn. Also Schrott. 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 Was ist das denn hier? Mönch.
Sind Mönche anwesend? Nein, sind sie nicht. Was ist das hier? Widerstand, Rosie, Leben und meine Stärke. Der schwere Würger. Der schwere Würger hat überhaupt keine Stärke und der andere hat auch keine Stärke, fällt mir gerade auf. Das ist ja austauschbar, ne? Leben pro Sekunde. Goldmonster und Erfahrung kriege ich hier und hier kriege ich auch ein bisschen Gold und... Ja, das reißt nicht so was weg, ne? Hier habe ich ein bisschen Stärke, guck mal. Ein bisschen Rüstung mehr, Widerstand. Aber es macht gar nichts in der Statistik, das ist ja geil. Oh, ich baue mir dafür meine Vitalität auf einen dreistelligen Wert. Yay! Mache ich mal nicht. Oh, scheiße, das wäre ja geil. So, was haben wir hier? Das ist Schroberschrott. Oberschrott. So, jetzt kommen wir zu den Ringen. Blackthorn oder nicht Blackthorn? Achso, du willst wissen, ob das Blackthorn ist? Wissen wir nicht. Es ist die Windrose. Endloser Gang ist der. Mit Stärke drin. Das war gerade ja, schon für deinen Charakter angepasst. Also das Loot scheint tatsächlich auch dir Sachen ja, nicht, zu ist geben. Aber nicht immer so. Du hast mir auch schon mal was ja, gegeben, wo Stärke aber, drin war. Aber insgesamt schon mehr als früher mal. Früher. So, ich habe einen Ring, der bringt mir Erfahrung und Stärke und Leben von Heiltränken. Diese ganzen Sterne auf dieser kleinen Minikarte bei mir, mit denen kannst du alle reden und Story und hören und so Zusätze, ist total spannend, aber nicht in diesem Gameplay. Wir rennen und metzeln. Rennen und metzeln. Rennen und metzeln. Was ist das denn hier unten? Oh, noch mehr Stärke. Wobei im Moment renne ich, aber wir metzeln nicht, weil du in the menu bist. Ja, kommt mir auch manchmal vor, ne? In the menu. Oh, tja, auch Schrott. Wecke mich, wenn du fertig bist. Wecke mich, wenn du fertig bist. So, was für ein Ding ist denn das eigentlich hier? Was für ein... ein Schrottring. Ein Schrottring? Ein Setring. Es gibt nur einen... Es gibt nur zwei Gegenstände. Ja, wahrscheinlich zwei Ringe, oder? Der endlose Gang gibt's nochmal. Ja. Genau, gibt mir eine Vitalität dazu. Super. Ja, du wolltest doch schon immer haben, also taugt ja doch nichts, oder? Ich glaube auch. Ich muss das mal verschrotten hier. Bob. Und Bob und Bob. Was ist das hier? Ein Kodex? Hä? Was bist du? Und tschüss. Und reparieren. Oh, schön. So, jetzt kommen wir zurück? Ja. Sowas von zurück. Ja. Das vergisst du immer, ne? Ja. Unaufmerksam. Ja. So, Leute, liebe Leute, liebe Leute, liebe Leute. Das war das Zweikampfsofa mit Diablo, Reaper of Souls. Und wenn ihr uns abonnieren wollt, müsst ihr hier klicken oder einfach alle Folgen hier. Und tschüss. Tschüss.